Dieses Video wird präsentiert von GamesPlanet. Für weitere Informationen schaut in der Videobeschreibung vorbei. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2. Oh mein Gott, ist das laut. Ja, in der letzten Episode gab es nach diesem kleinen Crash, den ich hatte, einen Unfall und es ist alles irgendwie an den Arsch gegangen und dann gab es auch noch Essen und da musste ich ganz schnell weg und ich habe aber alles wieder gerettet und wir müssten da sein, wo wir beim letzten Mal auf waren. Ich hoffe es zumindest, wenn nicht, habt ihr jetzt Pech gehabt. Wir fahren weiter, wir haben 2 Minuten Verspätung. Jetzt habe ich es wieder. So, ja, alles super. Oh Gott, ich habe ja eine Busfahrspur. Ja, ich hoffe, dass das jetzt alles wieder funktioniert. Madison and Canal. So. Scheint alles wieder zu funktionieren. Ich hoffe es. Via Madison. Genau, weiter geht's. So, und hier muss man immer ein bisschen was clever schnell sein. Indem man dann jetzt nämlich einfach volle Kanne drauf tritt. Wenn hier grün wird, weil da drüben habe ich keine Busfahrspur. Ups. Komm, gib Gas, Kette, 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 Kette. Und dann bei denen einordnen. Genau so muss man das machen. Man muss sich als Bus einfach durchsetzen. Clinton and Monroe, okay. Sehr schön, okay. Ruckel, ruckel, ruckel. Aber das kennen wir ja vor OMSI. Ach ja, genau, jetzt sind wir hier schon an der Stelle. Die orange-schwarzen Haltestellenschilder, das ist die andere Linie, die wir später fahren werden. Ah, jetzt ist gerade rot geworden. Gut. Via Madison. Ja, ja, Madison scheint auch irgendwas Besonderes zu sein. Okay, dann müssen wir jetzt wieder nach links, sonst schaffen wir das nämlich nicht. Und ja, ich weiß, dass ich kackdreist bin. Aber das muss man ja sein als Busfahrer. So. Aber ich habe von dem Bier gerade, habe ich Schluck auf. Ich mache jetzt gleich noch ein zweites auf. Huiuiui. So, komm schon. Sehr schön. Und weiter geht's. Genau, da hinten geht's auch zur Garage, aber da wollen wir ja noch nicht hin. Wir wollen ja erstmal zu den Union Stations. So, dann wird auch schon wieder einer raus. So. Sehr schön. Ach, das nächste ist schon Oglivier und Union Stations. Das ist da vorne. Ich hoffe, wir... Ach, es ist grün, den habe ich gar nicht gesehen. Ich finde das total komisch, dass sie auf der anderen Seite der Straße sind. Ich glaube, da muss man sich einfach dran gewöhnen. Und ja, wir wechseln auch gleich dann direkt mal zum Gelenkbus. Warum nicht, ne? Hier, Terminus and Start, wir sind da. Türen auf und Fahrplan, wuhu! Sehr schön. Okay, das haben wir noch hinbekommen. Ja, ich würde jetzt sagen, wir löschen das Fahrzeug. Genau, ich habe auch vom lieben Yasin den Hinweis bekommen, dass hier die Codes stehen für das Ganze. Deswegen, ja. Ich habe keine Ahnung, was 7 heißt. Egal. Free Riders, Full Fare, Reduced Student, Complete Transaction. Okay, ja, wir wechseln den Bus und zwar lösche ich den jetzt hier. Und wir spawnen jetzt den... Oh, es ist so schön ruhig geworden. Wir spawnen jetzt den Diesel-Hybriden. Diesel-Electric Hybrid. 60 Fuß lang. Blöb, da ist er. Der hat jetzt vorne diesen komischen Fahrradständer mit drin. Der ist richtig komisch zu fahren, aber wir probieren das aus. Und zwar spawnen wir den natürlich an den Union Stations, weil wir fahren die Strecke jetzt nochmal zurück. So wie ich das versprochen habe. Zack, man fährt ja auch wieder eine ganz andere Strecke zurück. Da ist er.
ein Gelenkbus und da vorne ist dieser vicious Fahrradständer, der nämlich Tatsache der Hitbox dazugehört. Deswegen ist das Ding ganz, ganz böse. Von innen sieht er jetzt erstmal gleich aus, fährt sich aber ganz anders. Ah, hier ist Dreck unter meiner Maus, deswegen reagiert die gerade nicht so richtig. Warte, kann mal einstecken. Die geht nämlich gerade leer. Sehr schön. So. Machen wir erstmal die Heizung an, wie immer. Okay. So ein bisschen. Und jetzt müssen wir erstmal wieder den PIN-Code eingeben. Ich kann mir das immer nicht merken. 1805 9691 9691. Sehr schön, Success. Okay, dann müssen wir jetzt den Fahrplan neu auswählen. Und zwar auf der 124, der K03 hatten wir ja gerade. Der ist nämlich schon weggefahren, genau. Der fährt um 48, das heißt, wir stellen es mal auf 45. Wir stellen uns mal auf 45 mit Numlock an. Sehr schön. Und suchen uns den raus. Das ist der jetzt hier in den Ogivlier und Union Stations. Ich kann kein Französisch, das ist aber mittlerweile bekannt. Run. Und zwar die 403. Und draußen springt alles an. Sehr schön. Licht. Das sieht gut aus. Okay. Gucken wir mal, dass wir vorwärts kommen. Sehr schön. Ah, Gelenkbus. Die sind immer so schön leise vorne. Weil der Motor immer ganz hinten ist. Aber ich hoffe, ihr wisst, wie ein Gelenkbus funktioniert. So. So, wie viel hat er rangetan? Zwei, das heißt eins. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Bin ich nicht gut? So. Sehr schön. Okay. Everything is awesome. So, in einer Minute geht's auch schon weiter. Das ist jetzt, die stellen hier auch Fahrräder drauf. Also so ist es nicht, ne? Der ist nicht umsonst da. Mal gucken, ob wir einen in der Fahrt haben. Beim letzten Mal hatte ich einen. Mal gucken. Warte mal, ich mach mal gerade hier. Warte. Ah. So. Lecker. Okay. Gut, wir können gleich losfahren. Boah, die OMSI-Texturen sind ja wieder horrendously high. Schlöwet ja nicht. So. Immer ein Schwatzer am Rad. Das ist echt. So, warte mal. Ich muss auch. Warte mal. Okay. Ah, Tatsache. Da haben wir nämlich in den Kommentaren geschrieben, wenn ich Steuerung gedrückt halte und dann W drücke, dann kommt hier die Scheibenwischeranlage und das scheint Tatsache so zu sein. Sehr schön. Gut, wir können losfahren. Gucken, ob mich den jetzt auch einer reinlässt. Ah, sieht danach aus. Gott, ist der schwer. Siehste? Schon ist mir einer reingeknallt. Ich kann auch nichts dafür. So, hier in die Buslinie. Achso, ja, ich muss nochmal links. Wo ist denn der andere Autofahrer? Komm, verpiss. Toll. Scheiß Arschloch. Scheiße, ich muss mal wieder ordentlich fahren. Komm, Felix, streng dich an. Du kannst das schaffen. Können wir das schaffen? Nein. So. Auf in Richtung Navy Pier. Ups. Ich habe irgendwas mitgenommen. Ich bin super.
Ich bin sowas von awesome. So. Genug rumgeschleimt. Weiter geht's. Wir haben ja keine Zeit. So, dieser Bus hat bedeutend mehr Power hinter dem Rad. Das merkt man echt. Der gibt richtig Gas. Und der wird wirklich viel schneller, schneller. Mhm. So, ich glaube, da hinten kommt diese ganz komische Haltestelle, wo man direkt hintereinander hält. So. Ja, ja, ich weiß, dass ich mich vom Unfallort entfernt habe. Du Pisser, du Pisser, du Pisser. So ein Pisser, der hier. Vor allem, der kann gar nicht richtig halten. Mir geht's super. Vor allem, die Frau sagt, how are you? Wie geht es dir? Entschuldigung. So, so. Navy Pier to Madison. Via Madison. This is a District 9 train to Cockfosters. Ja, ja, London. Please mind the gap between the station and the train. Please mind the gap. Mind the station between the train and the gap. Ist klar. Was ist jetzt schon wieder? Ich hab doch zugemacht. Steuerung ist irgendwie komisch. So, dann müssen wir nämlich jetzt auch rechts abbiegen und ich brauche dafür ein wenig was Platz, weil ich bin eine fucking große Gelenkbus. Scheiße, Brems. So, ich trinke nochmal mein Bier. So. Sehr schön. Das war doch mal elegant, weil beim letzten Mal habe ich da alles mitgerissen, was man nur mitreißen konnte. Okay. Einmal wieder ganz rüberziehen. Ja, hier habe ich mich auch beim letzten Mal verbremst. Hey! Lass mich doch mal. Kann mich da mal durchlassen, oder? Nur weil ich ein Bus bin, der sich verbremst hat. Ich werde gemobbt. Ich werde gemobbt. So. Sehr schön. Und mit dem Gelenkbus in der Kurve stehen bleiben. Das ist so unangenehm. Turn auf. Wacker. Via Wacker. So, ich habe mal ein bisschen vorgestellt, damit wir wieder pünktlich sind. Din, din. Hallo, how's it going? Warum kann ich das denn nicht momentan? Ich kann gar nicht mehr draufklicken. Schade, ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. So, komm, Tür wieder davor. So. Du kommst mir ganz schön nah, mein Freund, hier an der Seite. Die Drecksau. So, One Way sieht man ja da. In die Richtung ist One Way. Das heißt, man dürfte hier auf Rot abbiegen. Ja. Finde ich cool. Uiuiuiui, wie fährt der denn? Man muss schon sagen, die haben sehr, sehr viel Verkehr hier eingebaut. Das gefällt mir echt gut. Der lässt mich scheinbar sogar durch. Ja, yeah, sehr schön, danke. Mein Headset geht wieder leer. So ein Dreck. Oh, warum habe ich eigentlich das Umsehmenü?